ihr kriegt was. Warte artig, aber wir packen jetzt aus. Hallo und herzlich willkommen auf Die Miris, dem süßesten und knuffigsten Meerschweinchen-Kanal auf ganz YouTube. Und das liegt größtenteils nur an diesen kleinen Kackbratzen. Es gibt gleich was zu essen, denn wir haben Gras besorgt. Das ist aber nicht der Hauptgrund, weil wie ihr nämlich da seht, ist hier eine Sarah. Und ihr habt unendlich viele Pakete geschickt. Ihr seid sowas von verrückt. Ich war jetzt bei Tommy wieder und habe eine ganze Ladung abgeholt. Und alleine gestern und heute sind nochmal 6 Pakete gekommen. Danke! Ihr seid alle verrückt, trotzdem danke. Wie gesagt, guckt mein Video über Gras. Sie werden angefüttert gerade. Und falls ihr aus irgendeinem unerfindlichen Grund uns noch mehr Pakete schicken wollt, könnt ihr das hier hinschicken. Weißt du, es liegt so viel da vorne, aber hauptsächlich muss man noch futterneidisch sein. Pff. Und zwar das, weil das so ziemlich das schwierigste Erreichen von allen ist. Super. Es ist von Cora und Charlotte aus Berlin. Das grinst mich an, wenn man diesen Zettel hier abmacht. Ist das die Blume aus Undertale? Zum Kuscheln. Da, Blume zum Kuscheln. Geht's jetzt gut? Hast du deinen VIP-Platz? Oh ja, gut, komm her. Ich weiß, dass du sowieso wieder eifersüchtig auf die Kleine bist, weil die ist bisschen nicht mehr das Niedlichste. Ihr könnt euch jetzt in den Kommentaren entscheiden. Wer ist das niedlichste Meerschweinchen? Ist es Onigiri oder ist es Banana Crumble? Ihr könnt euch natürlich auch für irgendein anderes Meerschweinchen entscheiden, das ist egal. Na, 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 na. Jetzt ist ihnen warm und alles ist gut. Müh. Wie alt seid ihr? Wie alt bist du? Ich bin 26. Und ich bin 24 und niemand kann etwas anderes behaupten. Doch, ich. Nein! Winston mit Luzerne und Karotte. Ein Brief, den lesen wir gleich. Trinkbehälter. Die Meris. Hier haben wir einen Pelz, falls dir kalt wird. Da ist dir kalt, dann ist gut, dann kriegst du die Decke jetzt. Okay? Gut. Was haben wir denn da noch? Eine ganze Kuddelmuddelkiste. Ja. Mit Stuff. Kipp einfach mal aus. Und ich messe jetzt mal unsere Meerschweinchen. Unsere Meerschweinchen sind irgendwas mit 27 cm lang. Du bist kleiner und du bist 26. Komm, wir messen dich auch. Du guckst schon so komisch. Du bist auch so 26 cm. Guck mal, das bist du, Tiramisu. Nicht dich anessen. Danke, danke, danke. Und wir machen weiter mit dem nächsten Paket. Und es wird sein von der Lilithee aus Willich. Und es ist immer ganz wichtig, dass wenn ihr uns Pakete schickt, ihr auch eure komplette Adresse mit kompletten Namen draufschreibt. Damit sie, wenn sie bei uns nicht ankommen, sie wenigstens wieder zu euch zurückkommen. Ne? Das ist ja auch immer Geld, was da drin steckt. Und das wäre schon besser. Oh, eine Futterglucke von der Junior Farm. Die werden wir auch direkt auspacken. Hier, du Knabber, Luda. Kannst du vom Knabbern. Freust du dich? Dann haben wir noch Katzenleckerlis für Muffin. Wie du immer schön sagst, getreidefrei füttern. Yay, die Leute verstehen es. Guck mal, da kommt sogar Onigiri und kloppt sich direkt nach vorne. Die sind so grassüchtig geworden in letzter Zeit. Vor allen Dingen sie. Sie macht immer den totalen Aufstand. Und wieder Dickmacher für uns, ne? Damit wir schön fett werden. Viel Schokolade. Aber die sind wohl eher für dich, weil ich habe nämlich Lippenstift bekommen. Dankeschön. Damit sie noch schön aussehen. Meine schwulen Müffelstücke. Hier haben wir einmal Pickledy und Frederik. Oh, Frederik sieht aus wie Müll. So ein bisschen. Halt auch ein bisschen mit Weiß drin und das Grau und die Schlappohren passen ziemlich gut. Müll, du hast einen Bruder. Wusstest du das schon? Hallo lieber Chan und liebe Sarah. Ich gucke euren Kanal schon sehr lange und wollte euch gerne ein bisschen Karies schicken. Und natürlich was für deine Schweine. Vielleicht ist da noch was für deine kleinen Häfighocker-Hamster drin. Surprise. Auf jeden Fall bist du echt der coolste Meersauhalter auf ganz YouTube. Das ist lieb. Fühlt euch alle gegrüßt. Müll ist so geschockt gewesen von seinem Gruß, dass er das vergessen hat zu essen. Wir müssen ein bisschen die großen Pakete loswerden, weil die nehmen am meisten Platz weg. Und dieses Paket ist von Jule F. aus Köln. Ja, Fotos von Meerschweinchen. Lass mich raten, das sind deine Meerschweinchen. Deine Meerschweinchen sind ganz schön dunkel, ne? Ist immer schwer für die Kamera. Deswegen habe ich fast nur helle Meerschweinchen. Kein Joke. Weil man die vor der Kamera nicht so gut sieht. Und hier haben wir Hai-Chan. Ich bin Jule und 10 Jahre alt. Hallo, was haben wir da? Noch mehr Geschenke. Oh mein Gott. Dein bestes Momente Knabberbäumchen mit Kürbiskerne und rote Beete. Dann haben wir für mich wieder den getrocknete Fruchtmix. Knabbersnack mit Allgäuer, Bergwiesenkräutern und Luzerne. Dann haben wir 2 Knabberstäbe. Das ist nicht zum Knabbern. Ich würde sagen, das ist für Petit Four. So siehst du aus.
Ja, du siehst wieder richtig gut aus. Ein Menü für Hamster. Noch mehr Knabberstangen. Ihr habt genug zu knabbern. Und ganz viel hiervon, die ich jetzt nicht auspacken werde, weil dann finde ich die noch in einem Jahr unterm Sofa. Und jetzt packen wir das mit der schönen Zeichnung aus. Und es kommt von... Jasmin G. aus Köln. Okay, dann pack aus. Hallo, Tiramisu. Ja, es gibt gleich noch mehr. Ihr seid so knuffig niedlich, das geht gar nicht. Und Müll ist so, ich penne gleich ein. Was haben wir denn von ihr? Brief. Und dann einmal Zeichnungen. Ein Ninja. Und Semmel, der Mann mit den 1000 Frisuren. Oh, du kannst machen, was du willst, ich sehe halt immer gut aus. Das behauptest aber auch nur du. Ey, was soll das denn heißen, ja? Und wir haben wieder was für die Katze bekommen. Also geht's an Muffin. Und einmal was für uns. Ja, Dickmacher Haribo Goldbär. Und dann haben wir... Ja! Jackpot! Löwenzahn und Petersilienmix. Okay, das werden wir auch direkt verfüttern. Da steht ihr drauf. Ich weiß, dass ihr drauf steht. Oh. Da ist jetzt gerade ein bisschen viel rausgeploppt, aber das passt schon. Die fressen das heute Abend weg. Da mache ich mir keine Sorgen drum. Also ich werde nichts sagen, ja, aber diese Blume... Da finden die absolut den Gefallen dran. Müll verbuddelt sich wieder unter Kräutern. Du sollst die essen, Kollege. Onigiri macht's richtig. Ja, Tiramisu, du auch. Hier haben wir einmal etwas Selbstgemachtes. Ein Pikachu. Yay. Ich kann das nicht so gut. Dies ist das Meri Memory. Das kannst du zum Beispiel mit Sarah spielen. Alle Bilder habe ich selber gemacht am PC. Hier haben wir einen Müll. Nochmal einen Müll. Ah! Verstanden. Semmel, Tiramisu, Pumpkin, Prinzessin Praline, Petit Four, Onigiri und Banana Crumble. Cool, vielen Dank. Außerdem auch gut einfoliert, das heißt, sie gehen nicht so schnell kaputt. Crumble hat sich hingelegt, sie ist ein bisschen erschöpft. Und Onigiri liegt auch. Und ich würde sagen, da alle Meerschweinchen jetzt ein wenig erschöpft sind und auch wahrscheinlich vollgefressen, beenden wir jetzt dieses Video und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen rauf, vergesst nicht zu abonnieren, könnt gerne mal auf Patreon vorbeischauen und ich würde sagen, man hört und stört sich. Bis zum nächsten Video, weil da kommen auf jeden Fall noch genügend. Tschüss.